spricht dein letztes Gebet! Pass auf, wie! Heute! Oder fallen wir weg! Ich
Scheiß! Rogue. Panam. Wie sagtest du nochmal? Ich soll meine Probleme und meinen Scheiß selbst erledigen? Nash ist tot. Ein Stück Scheiße weniger. Zufrieden? Und die Ware für Sixth Street? Nash kann sie nicht mehr ausliefern. Aber wenn du mich nicht darum bittest, kann ich dir vielleicht helfen. Ich habe mir meinen Anteil vorher auszahlen lassen, Schätzchen. Aber ich bin gerührt. Hab mich gefragt, ob du den Deal während deines Rachefeldzugs nicht vergessen hast. Lass uns hier verschwinden. Rogue ist eine verbitterte, kalte Hure. Ich glaube, sie hat das Ziel aus den Augen verloren. Soll das heißen, sie war mal lieb und fürsorglich? Ha, der war gut. Aber sie wusste selbst, wie es sich anfühlt, rumgetreten zu werden. Sie braucht einen Tritt in den Arsch. Hey, Boss, ich hab deine Fracht. Nee, keine Verarsche. Lass uns treffen, am Sunset Motel. Ich weiß, dass du es ernst meinst. Ich werde da sein. Okay, Treffpunkt ist ausgemacht. Wir übergeben die Ware und dann geht's mit Hellmann weiter, okay? Klingt nach Spaß. Da sind sie. Lass mich reden. Riecht's nach Ärger? Nein, glaub nicht, dass was passiert. Hey, Boss. Panam!
Wie geht's Nash? Geht nicht ans Telefon. Muss den nicht mehr anrufen. Ist nicht nötig. Ha, du hast Eier, Mädchen. Wer ist das? Ein kleines Geschenk für mich? Wir arbeiten zusammen. Du wechselst deine Chumbas wie andere ihre Schlüpfermädchen. Hier, erstklassige Ware. Und? Alles in Ordnung? Check deinen Kontostand. Sollte in ein paar Minuten fett anwachsen. War mir ein Vergnügen. Aber ich dachte, Rogue bezahlt mich. Das war gute Arbeit. Hast dir Trinkgeld verdient. Gehen wir. Ist gut gelaufen. Komm, lass uns das feiern. Die Ruffen sind tot, Sixth Street ist zufrieden. War doch ein guter Tag für Panam Palmer. Der Tag ist noch nicht vorbei. Noch kannst du mir richtig auf den Pisser gehen. Oh, ich muss kotzen. Hey, Noah. Hey. Neuer Auftraggeber oder neuer Freund? Einmal darfst du raten. Alles klar bei dir? Haben diese Sacke sich da in letzter Zeit Ärger gemacht? Die Raffen? Nein, alles ruhig. Klar kommen die wieder, aber wir haben schon Schlimmeres überstanden. Was darf's denn sein? Joseph, 2. Dieses Paket für Sixth Street, was war da überhaupt drin? Hast du nicht reingeguckt? Valoperidol. Medizin für die Cyberpsychos unter uns. Verticken sie die? Ja, haben Deals. Mit illegalen Kliniken und Rippern. Also, trinken wir auf deinen Thorn. Danke für alles, Partner. Noch eins bitte. Danke nur. Zum Wohl. Sag Bescheid, wenn du noch was willst. Okay, jetzt sind meine Bedürfnisse an der Reihe. Wie lautet der Plan für Hellmann? Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, aber ich muss erst mal darüber schlafen. Dann können wir über Details reden. Am besten nehmen wir uns hier 2 Zimmer, bleiben in der Nähe. Wir legen gegen Mitternacht los, dann sieht uns keiner. In Ordnung? Vielleicht nur 1 Zimmer? Gute Idee. Noah hat in allen Zimmern 2 Einzelbetten. So sparen wir Geld. Nicht ganz, worauf ich hinaus wollte. Worauf wolltest du denn hinaus? Ich bin halt echt froh, dich getroffen zu haben. Ich dachte... Das bin ich auch. Hätte ein echt beschissener Tag werden können. Aber dank dir ist alles gut gelaufen. Vielleicht sollten wir das ein bisschen feiern? Klar, das sollten wir. Aber nicht heute. Bin total fertig. Noah, wir brauchen ein Zimmer. Einzelbetten. Nur für heute Nacht. Ich gehe eine Runde schlafen. So langsam lässt der Stress auch nach. Ich penne wahrscheinlich ein, sobald ich mich hinlege. Du solltest dich auch ausruhen. Das ist erst der Anfang. Das ist der Plan.